nicht so, dass ich schon einen habe. Du siehst aber gar nicht gut aus. Gut. Haben wir das auch? Lang lebe Radovid! Gut. Haben wir ja ein paar Hexeraufträge gemacht. Die anderen können wir noch nicht machen. Die Katzenschule hier. Ja, gut, dann können wir Hauptquest weitermachen, glaube ich. Finde die Hexe auf eigene Faust, aber frage die Bewohner Mittelhains. Ja, ich glaube dann. So, was ist das hier? Achso, Scheiter auf. Ja, ich glaube, wir machen erstmal die komische Hexe hier. Mal gucken. Okay, dann müssen wir dann da runter. Na gut. Können wir hier vielleicht gleich nochmal verkaufen? Willst du etwas kaufen? Zeig mal, was. Schrei mir da an, Junge. Was ist denn los? Verkaufen wir erstmal sonstige. Bei den Schmieden können wir meistens nur Waffen verkaufen. Dann kriegen wir so auch den Gold. Bis dann. Wann kommt Mama nach Hause? Ich sehe mich mal. Leb wohl. Wir sehen uns wieder, das weiß ich. Oh, Herr. Bitte, meine Herren, schnell wie der Blitz, flink wie ein Furz. Auf geht's! Okay. Hier nicht reden. Achso, die prügeln sich hier. Na dann los. Da die Leute hier Feiglinge sind, ist vielleicht. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Aha. Was meinst du? Na ja, los. Ja, nenn schon, wa? Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Den kriegen wir hin. Den packen wir. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden! Alter, der Rücken. Au.
Jawollo. Der schläft nur. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Fischfresser. Ja, eine Flut hat uns gerade noch gefehlt. Ah, geil. Immer diese Namen. Aber wir sind jetzt Stufe 6. Sehr gut. Wir sind Stufe 6. Also, ich will mal ganz kurz meditieren. Mal bis mittags. Zack, zack. So, jetzt sind nämlich die ganzen Sachen wieder hochgeladen. Genau, wir haben wieder drei Schwalbe. Wo hast du das Silber her? Jetzt kann ich auch mit dem Schmied. Was denn? Reden. Ich sehe mich. Bis dann. Ist es wichtig, woher das Essen stammt, solange die Schüssel voll ist? Nicht meine Schuld, dass er unter den Wirten begraben liegt. Warum musste er auch den Helden spielen? Wie weit plötzlich immer wegspawnt, ne? Los, los! Ist ja nicht so, dass das Pferd neben mir aufploppen könnte. Nein. Wird immer am Arsch der Welt gespawnt und muss erstmal zu mir latschen. Die Dorfbewohner, ne? Okay. Neue Wegmarkierung, neues Anschlagbrett. Ein Amulett! Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine. Bewährte Mittel für harte Zeiten. Okay. Nierensteine. Der hat Quintkarten. Nice. Naja, dann los. Spielen wir Karten. Wie wäre es mit Gwent? So, was haben wir jetzt bekommen? Der gottverdammte Infanterie war das, glaube ich, ne? Den hier haben wir bekommen. Jetzt haben wir den zweimal, das ist nice. Den ja hier rausnehmen. Machen wir noch einen schwächeren. Okay. Der spielt Monster. Okay. Dann brauchen wir eigentlich Eiseskälte. Strömenden Regen kann man schon mal wegmachen. Ja, Eiseskälte, nice. So muss das. Gehen wir doch mal da. Okay. Tja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Genau, mit der kann ich die wiederholen. Ja, dann machen wir das. Und mit
der kann ich jetzt die 6er wiederholen aus dem Friedhof. Sieht ja gut aus. Achso, und die bleibt liegen, das ist ja schön. Freut mich ja, dass das für ihn so gut funktioniert. Das ist nämlich das Krasse an Monster. Die können nämlich hier... genau, finde Karten mit dem gleichen Namen im Kartensatz und spiele sie sofort aus. Das heißt, du brauchst sie nicht mehr auf der Hand haben, sondern einfach nur im Deck. Und dann kannst du die mit dem quasi holen. Das ist overpowered für dich, aber okay. Dachte ich mir, dass er nochmal schönes Wetter hat, aber hilft ihm nichts. Tibi-Tobi! Haben wir geschafft. Was? Was soll? Was will er noch machen? Da macht er nichts. Da macht er nichts. Hammer. Elfenscharmützler haben wir gekriegt. Ja, aber er hat teuer für diese Geschenke bezahlt. Ihm fehlt das linke Ohr. Sag nichts mehr. Gefledderte Soldatenleichen, abgeschnittene Finger. Das war er. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Gucken, was der so hat. Der hat plus 21 Rüstung. Nicht schlecht. Was ist das? Der hat Hexerausrüstung. Cool. Okay. Haben wir hier Schemata? Und so was. Ja, was anderes hat er, glaube ich, nichts, ne? Öl, ne? Ja. Wenn wir bei dem irgendwas herstellen wollen würden, dann könnten wir das tun. Also dann könnten wir das quasi direkt bei ihm machen. Aber wir haben auch nichts, was wir herstellen wollen, glaube ich. Was haben wir hier? Den Gambeson, der hat plus 8. Körperanfänger. Krieger. Okay, da bräuchten wir eine Kermorhan-Rüstung. Schadalrüstung. Was?
Meteoriten, Silber, Pluto. Okay, die können wir bei ihm wahrscheinlich auch nicht kaufen. Die können wir kaufen. Hätten wir nochmal plus 20. Das ist ja auch erstmal nicht so verkehrt. So viel kostet das gar nicht. Ja, dann stellen wir die doch her. Ich möchte. Ja, dann gucken wir doch mal. Können wir gleich gegen den auch nochmal Gwent spielen? Willst du nicht ein kleines Päuschen machen und Karten mit mir spielen? Gwent, Gwent, Gwent. Gwent, 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 Gwent. Hat sich ja nicht viel geändert. Ich glaube, wir können so ziemlich alles schlagen erstmal. Da können wir die wiederholen. So. Beiden, also die drei, die heben wir uns auf für die nächste Runde. Dann soll er die Zähne aufholen, das soll er mal schauen.
Ja, sehr gut. Hat doch funktioniert. Brauchen wir gar nicht alles ausspielen. Können wir abkürzen hier die Geschichte. Tippitoppi. Gefledderte Soldaten reichen abgeschnittene Finger. Kaust zwar eher, schluckst du die ganze Zeit. Dann hat er den Tank für Proviant bei der Burg verkauft. Dafür wurde er verflucht. So schlecht ist die Er wurde mager, hat eine scharfe Zunge. Aber sie hilft, wenn's nötig ist. Diese Zauber machen uns aber nicht satt. Außerdem hat sie keine Kleider und Jagdschirm damit. Und was ist das für eine Hexe, die. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Wir hoffen's. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt. Konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Alle? So. So muss das. Ne? Schön Wasserratten fangen, das Mann. Lecker Mandarina. Njam, njam, njam. Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexenheiler oder weise Frauen gesehen. Ich will dich nicht bei der Arbeit stören. Muss ich das ausrüsten? Ah, cool. Wir können jetzt, haben das jetzt freigeschaltet. Nice. Was willst du? Ich... Ah, jetzt können wir das, siehst du? Geil. Bist du sicher? Denk nochmal nach. Der Weg zu der Hexe? Ich sag's schon. Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Hier waren schon Hexenjäger? Nein. Aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Nein. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Okay. Der Teufel aus der Eiche schaut mit Freude seinen Trunk gebraucht. Gießt ihn mit großen Schlucken. Sagen, erstmal looten wir hier. Den Leuten das Essen wieder vom Tisch. Was guckst du so? Belästige uns arme Leute nicht länger. Ah, ich krieg ja nicht an. Spannend. Oh. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Oh. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich mich darüber freuen, dass er Brot gekriegt hat. Das ist hier gar nichts. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich hab schon Interessanteres aus meiner Hand. Sehr gut. Greifenspulen-Ausrüstung. Okay, schön.
Reifenschuh. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Gehen wir zusammen zum Schrein? Ah. Alles mitnehmen hier. Alles nehmen wir mit. Wir lassen hier keinen Stein auf dem anderen. Der Schnaps lässt sich auch immer ganz gut verkaufen. Da kriegen wir mal ein Warum bisschen so Kohle dann. Jetzt mal will ein Kind oder was? Was ist denn los hier? So eilig. Aber tatsächlich sollten wir auch nicht immer alles verkaufen, was wir so an Schnaps kriegen, weil daraus können wir auch unsere Tränke herstellen. Wir brauchen, glaube ich, den Alkohol, um die Tränke herzustellen. Da müsst ihr, wenn ihr selber spielen wollt, auch ein bisschen drauf achten, dass ihr da immer die Waage haltet. Dass wir das herstellen. Unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das sagen. Der Geist kam nachts in ihre Hütte gekrochen, ohne ein Geräusch. Sie war schwanger. Also, willst aber du das ihn hat ihn nicht interessiert. Da kommt jemand. Da sind die Leute im nächsten Dorf auch. Da kommt jemand. Also, willst du ihn einsetzen? Die Hexe gehen? Na, das sieht doch gut aus. Hat sich doch gelohnt. Das haben wir. Jemand. Hallo. Erzähl mir später alles, Liebes. Na gut. Oh, und denk dran, ihr was mitzubringen. Kommst du mit zum Wurzeln sammeln? Hab gerade andere Dinge im Kopf. Schwalbe. Schwalbe. Dornengestrüpp. Schwalbe. Hat er gut ausgesprochen. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Oh, das können wir ja laufen. Na, die will doch dahin, oder? Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Wieder knapp. Was mache ich nur mit Jagner? Das arme Mädel hat Schmerzen, gibt keine Mut. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Die kennen wir doch, oder? Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Das Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Mhm.
nicht, was Yennefer dazu sagen würde. Hallo. Ist jemand zu Hause? Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Kann man nichts mitnehmen. Eine gewöhnliche Kerze. Wow. Guck's dir am besten noch genauer an, die Kerze. Wo ist sie denn hin? Brief an Alexander. Kenn ihn nicht. Schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch immer zornig bin, aber das ist dumm. Du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönne mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn... Serat? dich morgen Abend mit nicht braucht, komm mich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zu zwei. Oder mehr? Deine K. Kera Metz ist das, glaube ich. Solchen Tanz sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hallöchen. Hierhin ist sie also verschwunden. Schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Nette Illusion, ja. Sei gegrüßt, Hexer. Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Leben. Dreh dich um und warte. Er bleibt etwas stehen. Kera Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Dagegen kann man nichts sagen. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein... Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Okay. Läuft bei euch. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein?
Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Emhyr unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Zu einem anderen Thema. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Alter. Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Cool.